Hallo meine liebe Schweißtechnik-Freunde, willkommen in meinem lieben Schweißshop. Die Situation hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Du möchtest zwei Bleche miteinander verbinden, heften, punkten und die wollen einfach nicht zusammenkommen. Das Schweißbad will einfach nicht. Was kann ich dagegen tun? Erfährst du jetzt. So, ich bin mittlerweile an meinem zweiten Panther dran und möchte den fertig bauen. Zu Beginn muss ich das Ganze natürlich durchheften, durchpunkten und da sind halt nicht immer optimale Bedingungen da gewesen, weil ich nicht beide Hände zur Verfügung hatte, weil ich das Sachen auch festhalten musste. Und da gab es manchmal Lücken, manchmal wollten die Teile einfach nicht zusammen. Und da habe ich mir ein paar Hilfen, ja ich sag mal solche Hilfen für mich selbst persönlich entwickelt und die möchte ich an euch weitergeben. Ja? Was kann ich machen, wenn ich einen riesen Luftspalt habe? Wie kann ich heften, wenn ich die eine Hand nicht frei habe und habe keine Möglichkeit, den Zusatz dazu zu geben? Und das wollen wir heute hier in diesem Video behandeln. Bevor wir punkten, heften oder schweißen, bereiten wir uns natürlich vor. Wir entgraten die Bleche, machen die sauber, dass wir möglichst keinen Luftspalt haben. Das kannst du gerne auch mit einer Feile machen. Die ganzen Nasen entfernen. So gefällt mir das schon besser, denn ist doch logisch, wenn ich jetzt diesen Luftspalt hier habe, werde ich, auch wenn meine Wolfram-Elektrode super scharf angespitzt ist, Probleme haben, das Ganze zu punkten. Also kein Luftspalt, sauber machen mit Aceton, Wolfram-Elektrode angeschliffen und kann hier beginnen. Wir haben jetzt den Idealfall, wir haben keinen Luftspalt, wir haben beide Hände frei, müssen nichts festhalten, können den Zusatz von Hand dazugeben und setzen unsere ersten zwei Punkte. Da ich die Bleche später auch bewegen möchte, knicken möchte, auch eventuell lösen möchte, mache ich meine Punkte grundsätzlich nicht so groß, nicht so stark überwölbt und verwende da gerne auch mal den 1 mm Zusatz. Wenn der Heft oder der Punkt was aushalten soll, dann nimmst du natürlich ein bisschen mehr Zusatz. Ich habe hier 1,6 vorbereitet. Wir schweißen das Ganze einmal, machen ein paar Punkte und gucken uns das Ganze mal genauer an. Ich habe jetzt hier in meiner Maschine DC-Modus drin, 50 Ampere und mache meinen ersten kleinen Punkt mit dem 1 mm Zusatz. Habe mit dem 1 mm Zusatz, um den Punkt ein bisschen größer zu machen, dass er auch was aushält, zweimal reingetupft. Das ist natürlich bei dem 1,6er nicht unbedingt notwendig. Wir machen einen zweiten Punkt zum Vergleich. Und machen jetzt schon mal einen Punkt ohne Zusatz. Damit wir auch diesen vergleichen können. Hier sehen wir unsere drei Punkte. Der erste Versuch mit 1 mm Zusatz lief ja okay mit 50 Ampere. Habe halt zur Sicherheit zweimal reingetippt, ein bisschen mehr Zusatz reingebracht. Dann habe ich hier oben einmal reingetippt mit dem 1,6er Zusatz. So sieht unser Hefter aus. Und hier zum Vergleich habe ich mal einfach mit 50 Ampere ohne Zusatz das Ganze gepunktet. Idealbedingungen, kein Luftspalt, Zusatz in der Hand. Perfekt. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, ich würde gerne hier mit, da wir 2 mm Bleche haben, mit 70 Ampere noch einen Punkt hinterher setzen mit dem 1,6er Zusatz, um einen relativ stabilen, großen Punkt zu machen. Also mit 70 Ampere erreiche ich, dass der Punkt flacher wird. Ja, dann ist die Naht nicht so aufgelegt, weil ich mehr Wärme, mehr Energie reinbringe. Gefällt mir auch besser. Nur bei meinem Projekt, bei dem Panther-Projekt, ist das nicht so förderlich, denn das kriege ich jetzt nicht mehr so leicht geknickt, bewegt. Deswegen, es kommt darauf an, was du vorhast. Möchtest du einfach einen kleinen Punkt setzen, optischer Hintergrund, dass es gerade hält, dann reichen hier 50 Ampere ohne Zusatz. Möchtest du eine Bombenverbindung an der Stelle haben, da musst du natürlich genug Zusatz reinbringen und mit mehr Leistung ins Material gehen. Die idealen Bedingungen haben wir gesehen.
Was machen wir, wenn wir keine idealen Bedingungen haben, wenn wir vielleicht sogar eine Zwangslage haben? Ich habe jetzt zum Beispiel eine Hand nicht frei, weil ich das Bauteil festhalten muss und muss hier trotzdem einen Punkt setzen. Wenn da kein Luftspalt ist, wird mir das gelingen. Aber was passiert, wenn ich dann einen leichten Luftspalt habe? Welche Möglichkeiten oder Einflüsse habe ich denn überhaupt? So, wir haben hier einen leichten Luftspalt und ich versuche den zu überbrücken. So, man sieht deutlich, wie diese Kanten voneinander weglaufen. Ja, zack, und da war die Verbindung. Ich führe das noch einmal vor. Die eine Kante läuft weg, ich schmelze sie auf, die zweite läuft weg, bam, da kommt er. So, jetzt haben wir den Luftspalt ein bisschen größer, extremer. Versuchen wir, ob wir das mit dem Brenner gehandelt bekommen. Hier ist die Kante, hier ist die Kante. Jetzt versuche ich die Bewegung möglichst zusammen. Das heißt, ich kann noch nach hinten gehen und irgendwo da versuchen, den Punkt zu finden. Aber bei einem gewissen Luftspalt ist es irgendwann nicht mehr möglich, einfach mit dem Brenner das zu machen. Ja, man sieht hier, guck mal, mit 50 Ampere, ich schaffe es nicht, irgendwo da die Brücke zu schlagen. So, das heißt, wir erhöhen die Leistung jetzt. Mögliche Lösung für unser Problem, ich gehe einfach von den 50 Ampere auf 100 Ampere hoch. Also ich mache den Punkt kurz, aber heftig, mit mehr Power. Gehe auf meine 100 Ampere hoch. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch bei 2 mm Blechen. Und werde meine Anstiegszeit auf 0 runtersetzen. Das heißt, er soll nicht reinschleichen, sondern direkt mit 100 Ampere loslegen. Zack, habt ihr das gesehen? Durch diesen heftigen Energiestoß haben sich die zwei Kanten wirklich schnell verbunden. Wir wiederholen das Ganze. Bam, da ist es. Ich würde gerne noch einen Versuch mit euch starten und die Pulsfunktion für die Punkte oder Hefter verwenden. Ich gehe wieder runter auf 60 Ampere, also nicht auf 50, gehe runter auf 60 Ampere und aktiviere den Puls und setze die Frequenz relativ hoch. Also nicht so einen langsamen Takt, 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 sondern wirklich, dass da eine laute Frequenz bei ist. Indem gehe ich auf die Pulsfunktion, aktiviere im Untermenü die Frequenz und sage, gehe ich mal richtig hoch auf 100. Und bin mal gespannt, wie sich da der Punkt verhält, ob das eine Hilfestellung für uns ist. Bevor wir jetzt zu unserem Härtefall kommen, Luftspalt 5-6 mm mit Wick überbrücken, möchte ich gerne über diese Punkte sprechen. Meiner Meinung nach, Pulsfunktion ist eine gute Sache bei dünnen Blechen, Behälterbau, wenn du keinen Luftspalt hast. Aber wenn ich jetzt einen leichten Luftspalt habe und ich kann jetzt keinen Zusatz dazu geben, dann denke ich, ist hier die beste Lösung, indem du mit der Leistung hochgehst. Ja? Einen heftigen, kurzen Punkt und dann sitzt das Ganze. Das ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Hast du eine andere Erfahrung? Schreib das jetzt schon unten rein. Wir machen jetzt weiter. Auch bei meinem Panther habe ich manchmal so eine Situation, wo ich einen extremen Luftspalt habe, durch Fehler oder sonstige Dinge. Wie machst du sowas zu? Ich gehe immer hin und schweiße eine Kante auf, bilde die Schmelze, gebe den Zusatz dazu und versuche mit dem Zusatz und mit dem Lichtbogen nach unten zu führen oder zur Seite quasi eine kleine Brücke schlagen. Und dann habe ich so die erste Verbindung und dann baue ich da auf. Und dann gebe ich einfach den Zusatz hier in Schweißbau dazu. Denn ihr müsst wissen, im Rohrleitungsbau ist das oft gegeben. Oft ist es im Rohrleitungsbau so, dass man da sogar so einen Spalt lassen muss für die Wurzeln, damit die Wurzel richtig gut wird. Und da ist es natürlich auch von dir abhängig, wie gut du das drauf hast, hier quasi den Zusatz in Schweißbau zu geben und das Ganze hier wieder aufzubauen. Durch die ganzen Versuche sind natürlich hier viele Luftspalte, Mehrzahl, entstanden. Wir wollen quasi so einen Luftspalt zumachen. Die Thematik, jetzt habe ich aber keine Hand frei, weil ich das vielleicht festhalten muss. Wie kriege ich das zu? Indem ich mir einfach ein Stück Draht dazwischen lege, dazwischen klemme, wie auch immer. Ich probiere das jetzt einmal. Ich pitche mir was ab. Zack.
Weil wir müssen so sehen, ich habe dann vielleicht keinen Tisch, sondern ich habe dann eine offene Konstruktion. Brille, Hand weg, Brenner. Gucken, was passiert. Ja, funktioniert wunderbar. Auch das geht, meine lieben Freunde. Muss man jetzt natürlich den überflüssigen Draht auf der anderen Seite entfernen. Und es gibt noch einen Punkt, den du machen kannst. Du hast zum Beispiel eine Außenecke und du möchtest auch diese verbinden. Und du merkst, wie die trotzdem so voneinander weglaufen. Und manchmal, wenn du die Hand nicht frei hast, bleibt hier keine andere Möglichkeit. Und das ist, meiner Meinung nach, gibt es dafür die Todesstrafe. Aber das mache ich auch bei meinem Panther manchmal. Dunke ich einfach die Elektrode rein, ja. Also ich gehe quasi mit der Elektrode ins Schweißbad, was ein absolutes No-Go ist. Du darfst ja kein Wolfram in deiner Schweißnaht haben. Aber wenn das jetzt gerade halten muss, mache ich es letztendlich. Schweiße an der anderen Stelle die Verbindung fest, gehe zurück, schleife mein Wolfram wieder aus und schweiße das nochmal zu. Also wenn gar nichts mehr geht, dann mit der Wolfram-Elektrode rein. Ihr werdet mich jetzt natürlich dafür steinigen, aber mich würde eure Meinung interessieren. Wie macht ihr das? Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, den die anderen erfahren sollten. Schreibt das unten rein. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.